Ich arbeite an einem Excel-Projekt und muss jeden Morgen dann meine 5 oder 6 Dateien öffnen. Und das geht mir irgendwie zu umständlich. Gibt es eine Alternative, Dominik, dass ich die Dateien schneller aufbekomme? Ja, Markus, es gibt eine ziemlich gut versteckte Option, in der du einstellen kannst, aus welchem Ordner du die Dateien beim Start öffnen willst. Gehst du bitte mal in die Excel-Optionen und auf der linken Seite wählst du Erweitert und dann gehst du auf der rechten Seite mit der Bildlaufleiste am besten ganz nach unten. Da gibt es dann den Eintrag Allgemein und dort gibt es beim Start alle Dateien öffnen in und da tippst du jetzt den Pfad ein. Du hast leider keinen Auswahlbutton, aber da tippst du den Pfad ein. Der muss auch existieren, sonst wirst du von Excel angemeckert. Wenn du das machst, achte bitte darauf. Er versucht alle Dateien zu öffnen, die in dem Ordner drin sind. Solltest natürlich dann da nur Excel-Dateien drin stehen haben. Wenn du Excel dann neu startest, wird direkt beim Starten von Excel werden die Dateien in dem Ordner alle mit aufgemacht.